Mein Name ist Miki Yui. Ich bin Künstlerin und Komponist, Musikerin, ja, seit 1995 in Deutschland. Ich komme aus Tokio. Mein Name ist Stefan Schneider. Ich bin Musiker, lebe in Düsseldorf und wir befinden uns hier in der Filmwerkstatt in Düsseldorf. Ein ganz toller Ort in einem Hinterhof von Flingern, in dem wir selber schon Konzerte gespielt haben. Stefans Musik kennengelernt, erstes als MapStation. Das, was ich bei MapStation empfinde, gibt es immer bei seinen alle Projekte irgendwie so eine bestimmte Art von Wärme, Temperatur, Wellen. Aber andererseits diese Kollaboration mit Odelius oder Katharina Gosse oder Sven Kaczyrek oder also verschiedene. Zuletzt der Susanne Gartmeier. Es ist wirklich immer so eine tolle Überraschung, eine ganz neue Welt, wo ich aber immer sehr wohl fühle. Seine Musik hat Wurzel, würde ich sagen. Als ich Mikis Musik gehört habe, das war 2007 bei einem Konzert in Kleve, Schloss Meuland. Da hat Miki draußen in einem kleinen Wäldchen gespielt. Mit Rolf Julius. Und da war ich total beeindruckt von diesem Konzert, weil sich da die Musik unglaublich toll in diese Landschaft eingefügt hat. Also dass die Musik eigentlich ein Zustand nochmal geworden ist, der so eine eigene Welt behauptet hat, aber auch mit dem Zustand der Landschaft in so eine Partnerschaft gegangen ist. Und das war sowas, was ich, glaube ich, vorher noch nie so empfunden habe. Wir nehmen das nicht so zu bewusst, weil sonst verengt man sich selber. Aber wir sind ständig in Austausch, was uns interessiert und weil wir auch total unterschiedliche Interessenfeld haben. Das ist eine sehr gute Ergänzung. Also für mich ist Stefan immer der beste Kritiker, weil er einfach ehrlich sagt, was er denkt. Aber ich lasse mich auch manchmal gar nicht dadurch beeinflussen. Also das ist auch ganz gut Übung, glaube ich, ja, dass man so eine künstlerische Partnerschaft hat, wie auch persönliche, private Partnerschaft, dass man auch dann eigenständige Dinge macht und aber ständig in Austausch ist. Musik machen heißt einen Raum schaffen, ein besonderer Raum, wo vielleicht dieser lebendige Raum die Zuhörer erweckt, so neue Aufmerksamkeit oder einlädt, hinzuhören, in anderen ja, Lebendigkeit hineinzusetzen. Das ging relativ intuitiv. Ich habe in Kunstakademie Düsseldorf angefangen, Video zu schneiden, Videoart zu machen. Und dann ziemlich schnell gemerkt, dass mir Ton sehr interessiert und dann war ich schnell in diese Klangwelt, was ja total inspirierend war. Und so habe ich meine Musik entwickelt. Das hat viel Bildhaftes drin in meiner Musik. Ich habe keine musikalische Vorbildung gehabt oder Ausbildung. Ich habe nie ein Instrument gelernt. Und für mich wurde Musik zum Selbermachen erst interessant, eigentlich durch Punk irgendwie, als man plötzlich die Möglichkeit hatte, mit Tönen, mit Instrumenten was zu machen und vor allem mit anderen Leuten was zusammen zu machen. Also ich glaube, für mich, als man auch dann nicht geprobt hat, das war total wichtig. Und ich hatte dann ja in der Schule, hat man ja auch dann Mitschülerinnen und Mitschüler gesehen, die haben immer geprobt auf irgendwas hin, was noch in auf ein Ziel, was noch in weiter Ferne lag. Man war dann ausgebildete Musikerin oder Musiker. Und im Punk ging das eigentlich sofort los. Da hat man nicht geprobt, das war sofort gültig. Also was man da gemacht hat, indem man eigentlich davon, von seinem Tun auch ernsthaft überzeugt war, dass das ein wichtiger Beitrag für das Leben im Hier und Jetzt ist. Und das ist so ein, glaube ich, ein Aspekt, der sich bis
heute gehalten hat, wenn ich jetzt mit Joachim Rödelius von Cluster zusammenspiele, wo es um improvisierte Musik geht, die nicht vorbereitet ist und die im Moment entsteht, oder mit Katharina Grosse zusammen, wo eine Musik entsteht, die sofort im Hier und Jetzt da ist, die nicht irgendwie vorbereitet wird, wo es eine Idee gibt, eine gemeinsame, wie diese Musik aussehen könnte und klingen könnte, aber wo es keine Probe vorher gibt. Und ich glaube, das ist vielleicht ein verbindender Moment von den ersten Augenblicken an, wo ich selber irgendwas mit Tönen gemacht habe, bis heute. Das Video ist mit der japanischen Choreografin Chikako Kaido entstanden. Die lebt in Düsseldorf und ich hatte mal Musik für ein Stück von ihr gemacht, für eine Tanzperformance. Und da hat sie mit einem wahnsinnig tollen Tänzer zusammengearbeitet, mit Taneli Törmä aus Finnland, der in dem Video zu sehen ist. Und das Video ist schon vor 1,5 Jahren entstanden und ist hier in der Filmwerkstatt gedreht worden. Und es ist eine Choreografie von Chikako, die sie da mit dem Taneli zusammen erarbeitet hatte. Und die Musik ist aber zu dem Zeitpunkt noch nicht da gewesen, die ist erst viel später entstanden. Und dann hat sich das so zusammengefügt, dass die Choreografie einfach wunderbar zu der Musik passt, obwohl so beide voneinander nichts wussten. Und ich wollte auch, wenn ich mit einem Tänzer arbeite, sollte es eben kein Tanzvideo werden, wo man sagt, okay, da gibt es jetzt eine Musik und dann tanzt da einer dazu, sondern dass die Bewegungen, die wir in dem Video sehen, auch so nicht tänzerisch sind oder so rätselhaft auch sind, dass es jetzt nicht einfach ein Tanzvideo für einen Dance-Track ist oder sowas, sondern dass es einfach so zwei parallele Welten sind, die, glaube ich, beide mit einer Eigentümlichkeit und mit einer Idee von Reduktion arbeiten und sich dadurch treffen und jetzt nicht durch Tänzer und ein Lied oder sowas in einem Stück. Wenn ich für mich spreche, das ist natürlich schwierig, weil ich habe es geschaffen. Ich kenne wirklich ihn auswendig. Aber ich mache meine Musik so, dass es wirklich so viel Platz, viel Raum lässt für drumherum. Also manchmal hörst du tagsüber, dann hast du viel mehr von Straßen, von Nachbarn, die Geräuschen. Oder du hast viele Gedanken im Kopf. Dann hört es sich natürlich ganz anders an, wenn du nachts alleine in Ruhe hörst. Also das, meine Musik versucht so viel Raum, um andere Dinge mitzuspielen lassen. Ich würde gerne beschreiben, wie fermentieren. Wenn ich was aufnehme, dann lasse ich erstmal ein bisschen sacken, weil oft bringst du auch deine Erfahrung mit deiner Erfahrung so eine Bedeutung, also oder ganz klare Szene oder so. Und ich möchte nicht dieses Klang beschreiben, sondern ich möchte das transformieren zu einem Musikstück. Und deshalb muss ich erstmal viel vergessen, was es da los war, und einfach diese Aufnahme so begegnen, wie ich noch nie gehört habe. Und dafür brauche ich erstmal sehr lange Zeit. Oft liegen Sounds in meinem Ordner für mehrere Monate oder manchmal ein Jahr oder mehrere Jahre, bis ich dann wieder antaste und anfange, Musik zu machen. Ich glaube, dass Kunst im weitesten Sinne, egal ob ich jetzt Kunst betrachte oder höre oder ob ich sie selber mache, glaube ich, für mich seit Anfang an immer eine Möglichkeit gewesen ist, mich in der Welt zurechtzufinden. So, und wenn es mal Momente gab im Leben, in denen nichts mehr geholfen hat, dann haben Musik und Kunst waren immer da, so vielleicht neben Natur. So. Das waren immer so verlässliche Säulen im Leben. Ich habe nie diesen nihilistischen Aspekt von Punk verstanden, so, sondern für mich war das immer, jetzt geht's los, so, jetzt ist alles möglich, jetzt wird was gemacht. Und man braucht keine Ausbildung mehr und man braucht eigentlich nur das Statement oder die Überzeugung, ich mache das jetzt und dann geht's los. Und da ist immer für mich eine Energie da, auch in der Musik, die einen immer zu was Neuem zieht. Dass man immer sagt, man möchte eigentlich nicht, dass es vorbei ist, sondern dass es irgendwie weitergeht. Und dass man durch das eigene Tun
zum neuen Punkt kommt, an dem man sich wieder orientiert und im Leben klarkommt. Vielleicht Natur und Energie beschreibt meine Musik zumindest sehr gut. Insofern würde ich überhaupt nicht so eine Art Bewertung gut oder positiv oder negativ oder schlecht oder zerstörerisch gar nicht so einbringen in Musik. Es ist einfach so eine, zumindest für mich, so ein Wesen, was ich kreiere. Und kann auch vielleicht so ein trauriges oder leere Gefühl entstehen lassen, aber das ist auch Teil der Musik, Teil der Natur. Ja, mein letztes Album Aperio, ich wollte unbedingt, ich mache immer eigentlich einen Videoclip dazu, damit die Zuhörer auch so ein Bild bekommen. Das macht einfach Spaß. Und dann habe ich für diesen Album Ekoro, meine gute Freundin, ganz tolle Künstlerin aus Köln, gebeten, ein Video zu machen. Und sie arbeitet gerade mit Slime, so einer Pilzkultur. Und Ich habe sie gebeten, ein Stück aus dem Album auszusuchen und sie hat ein Stück Bubbling ausgesucht und hat sie so gemacht, dass, sie hat diese Musik über Lautsprecher geschickt und auf dem Lautsprecheroberfläche hat sie dieses Slime gezüchtet sozusagen. Und durch Timelapse die Entwicklung von Slime, die sich dann aus Sporen so auswachsen, so aufgenommen und dann zur Video geschnitten. Also Slime tanzt quasi wirklich direkt mit meiner Musik. Also durch Vibration wachsen die vielleicht etwas anders als ohne Vibration. Und das ist wunderbar passendes Material, weil meine Musik hat so dieses Mikroskopisches auch in sich. Düsseldorf ist wichtig, weil ich Klaus Dinger Archiv mache und Klaus Dinger ist der Künstler aus Düsseldorf. Er war immer in Düsseldorf und daher könnte ich nie vorstellen, dass ich woanders leben würde und dieses Archiv machen würde. Aber sonst finde ich sehr gut, dass wir hier alles haben, auch gute kulturelle Angebot, aber andererseits, dass wir einfach konzentriert arbeiten können, dass hier nicht jeden Tag Party ist. Würde ich mich so anschließen? Und vielleicht noch hinzufügen, dass die geografische Lage von Düsseldorf eigentlich extrem angenehm ist, dass man die Möglichkeit hat, sehr schnell in Brüssel, Amsterdam oder Paris zu sein, dass man da überall mit dem Zug hinfahren kann. Man ist, kann nach Hamburg, nach München fahren und so weiter. Das ist eigentlich so eine ganz gute Position, ist, wo man auch das Gefühl hat, man ist in so einem europäischen Raum und jetzt nicht nur in einer Stadt am Rhein oder so. Wenn man über Düsseldorfer Kunst und Musik spricht, ist der Fokus ja oft dann in den 60er und 70er Jahren, jetzt gerade 100 Jahre Beuys und dass, glaube ich, die Stadt selber gerade entdeckt hat, was sie in dieser Zeit auch, was da in passiert ist in der Stadt und wie international wichtig das auch heute noch ist, dass dann manchmal natürlich das übersehen wird, was in den letzten Jahren hier auch passiert ist. Und jetzt, okay, wenn man jetzt in Musik denkt, ist gerade der Salon des Amateurs, der wird durch ein paar Namen, glaube ich, jetzt international ganz gut wahrgenommen oder wurde wahrgenommen. Und was aus dem jetzt wird, weiß man dann auch vielleicht nächstes Jahr wieder. Dann dachte ich auch, oh Mensch, den Salon, den gab es jetzt dann doch auch 15 Jahre und eigentlich wäre es mal wieder Zeit, dass eine jüngere Generation, weiß ich, von der Kunstakademie sich wieder einen neuen Raum schafft und dass wieder was Neues gibt, dass was Neues entsteht und was für eine neue Musikrichtung irgendwie der richtige Ort dann ist. Thank you.
allen Zusammenarbeiten ist, verbinden sich dadurch, dass sie alle nicht geplant waren. Ich hatte jetzt nie die Idee, ich möchte ganz gerne mit einem klavierspielenden Krautrock-Veteran ein Projekt machen oder ich möchte mit einer weltbekannten bildenden Künstlerin, mit einer Malerin ein Projekt machen, sondern die Sachen haben sich eigentlich immer ergeben. Die erste Platte rausgebracht hat von Ogoya Nengo in the Dodo Women's Group, hatte ich noch keine Ahnung, was die zweite Katalognummer auf dem Label sein könnte. Also es gab jetzt keinen Masterplan vorher, den ich mir gemacht hatte für das Label. Es sollte aber auch kein Label jetzt für kenianische, zeitgenössische Folkmusik werden. Also es sollte kein musikalisches Thema haben. Und ich hatte am Anfang die Hoffnung, dass es sowas wie dass das Labelprogramm dann nach ein paar Jahren vielleicht so vielfältig sein könnte wie eine Radiosendung von John Peel, der als durch seine Person es geschafft hat, in seinen Radiosendungen die unterschiedlichsten Musikrichtungen von Industrial Techno bis Rockabilly, Folkmusik aus Indonesien und Postpunk in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen und durch seine Person eben zu einem zusammenhängenden Ganzen zu verbinden. Vielleicht so eine vage Kategorie, wie dass ich eine Fantasie dafür entwickeln muss, was kann ich für die Künstlerinnen und Künstler tun, also die auf dem Label veröffentlicht. Wie könnte so eine Veröffentlichung auch das Label bereichern? Und ich glaube, ein Kriterium ist dann auch, dass ich möglichst Sachen veröffentliche von Musikerinnen und Musikern, die sonst nicht auf anderen Labels veröffentlichen. Also dass es sowas wie so eine Exklusivität gibt. Ja, Asmus ist, finde ich, so einer der sehr besonderen Künstler. Ich bin großer Fan von ihm. Aber das kam dadurch, dass wir sein Konzert besucht haben in Düsseldorf. Nach dem Konzert kamen wir ins Gespräch und das war immer sehr angenehm, sehr inspirierendes Gespräch mit ihm. Und dann eines Tages hat Stefan gesagt, lass uns doch vielleicht so ein Album zusammen machen mit Yui und Asmus Tietjens. Und dann habe ich gesagt, ja toll, aber ich habe großen Respekt. Und dann würde ich sagen, ich schreibe ihm mal und schlage vor, ob wir ein Split-Album machen könnten. Und dann hatte ich auch dabei gedacht, weil er aus Hamburg ist und er viel über Schiffe und Schiffwerken gesprochen haben. Ich habe so mein E-Mail an ihm so betitelt, Neues Boot. Und das hat ihn wahrscheinlich so inspiriert und er hat gesagt, Miki, ich habe was Besseres vor zu schlagen und lass uns mal gemeinsam ein Album machen. Und dann ich so, yeah, das ist super.